Heute sprechen wir darüber, wie wir unsere Hormone dazu bringen, für uns und nicht gegen uns zu arbeiten. Unsere Hormone sind extrem wichtig für unsere Gesundheit und damit natürlich auch für unsere Schönheit. Also habe ich heute einen Hormonexperten eingeladen, einen ganzheitlich denkenden Mediziner. Heute ist Dr. Blackholm bei uns, ein mittlerweile pensionierter Gynäkologe, aber immer noch aktiver Hormonarzt. Und weil es bei uns immer auch etwas zu gewinnen gibt, drei von euch können heute das Buch von Wolfgang gewinnen. Und wenn ihr das Interview gehört habt, wollt ihr es unbedingt haben. Du bist ja einer der Pioniere im Bereich der bioidenten Hormone. In Österreich einer der ersten, die mit bioidentischen Hormonen gearbeitet haben. Du bist mittlerweile eine Institution, also egal wo ich bin, man kennt dich einfach. Du hast sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass das immer vor dem Hintergrund eines gesunden Lebensstils passiert. Meine Zuschauerinnen sind sehr gesundheitsbewusst. Und es wäre mir wichtig für das heutige Interview, dass wir erfahren, was wir selber tun können, um unsere Hormone in Balance zu halten, dass du uns hilfst, dieses Hormonorchester in unserem Körper besser zu verstehen, damit wir auch wissen, was wir tun können oder nicht tun sollen. Das wird einen großen Teil dieses Interviews ausmachen. Aber es wäre auch spannend zu erfahren, was denn so bioidente Hormone ausmacht. Was ist der Unterschied zwischen den herkömmlichen Hormonen und den bioidenten Hormonen? Ich habe das Gefühl, dass sie immer noch in denselben Topf geworfen werden, wo sie nicht hingehören, weil sie eine andere chemische Zusammensetzung haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir Frauen wollen einfach über unsere Möglichkeiten informiert sein, über das, was wir selbst tun können und das, wo wir uns Hilfe holen können, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Gut, dann fangen wir an. Okay, meine erste Frage ist, ich habe das Gefühl, dass Hormone immer noch so Stiefkinder sind in der Medizin. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass wir Frauen oft unnötig mit Antidepressiva abgefertigt werden, zum Beispiel, dass unsere Symptome oft nicht ernst genommen werden. Sachen wie Schlaflosigkeit, Depression oder wenn man plötzlich nicht mehr belastbar ist. Und ich würde mir gerne diese Dinge, die uns belasten, die sehr viele Frauen treffen, auf dem Hintergrund der Hormone oder der Hormonbalance anschauen. Also ich habe zum Beispiel so ein Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld, eine nahe Verwandte von mir, die kurz vor ihrem 50er, so in meinem Alter, plötzlich nicht mehr belastbar war, so ängstlich geworden ist, sich zurückgezogen hat, depressive Verstimmungen hatte. Dann hat sie gleich vom Hausarzt Antidepressiva bekommen, hat dann immer wieder versucht, von ihnen wegzukommen, hat sich dann Dinge angehört wie, naja, in diesem Alter ist es einfach die beste Lösung oder irgendwann ist das Serotonin halt aus, dann greift man halt so Antidepressiva, das ist in Ordnung, das wurde ihr so kommuniziert. Ein paar Jahre später hat sie hormonbedingten Brustkrebs bekommen, ist dann auch daran gestorben. Was wäre passiert, das ist das, was mir halt immer durch den Kopf geht, was wäre passiert, wenn sie damals, als diese Symptome angefangen haben, als man ihr einfach so leichtfertig, meiner Meinung nach, Antidepressiva gegeben hat, was wäre passiert, wenn sie zum Beispiel zu dir in die Praxis gegangen wäre? Bei dieser Frau hätten wir uns die Hormone angeschaut und hätten ungefähr Folgendes festgestellt. Ihr Progesteron ist weit unten, vielleicht fast nicht mehr messbar. Ihr Östradiol etwas abgesunken, aber wahrscheinlich noch in Ordnung. Ihr Testosteron etwas schwach, vielleicht zu schwach. Das DHEA wahrscheinlich sehr niedrig. Das DHEA nennt sich Jugend- und Powerhormon. Und vermutlich hätte sie auch sehr niedrige Schilddrüsenwerte gehabt. Zu diesen Hormonen muss man sagen, Progesteron ist ein Antidepressivum, Testosteron ist ein Antidepressivum und Vitamin D ist ein Antidepressivum. Und Progesteron und Vitamin D schützen vor Brustkrebs. Okay. Möglicherweise hat diese Frau eine Neigung zu Brustkrebs gehabt, aber durch Progesteron und Vitamin D hätte man diese Neigung etwas abdämpfen können. Man kann nicht sagen, ob der Brustkrebs gekommen wäre, aber die Behandlung mit Progesteron
Vitamin D und einer besseren Einstellung der Schilddrüse wäre eine ursächliche Behandlung ihrer Depression gewesen. Ja, vielen Dank für diese Auskunft. Ich finde, genau das ist so wichtig, dass wir Frauen, wenn uns schon unser Frauenarzt nicht hilft, uns zu verstehen und unseren Hormonhaushalt, müssen wir das selbst in die Hand nehmen, finde ich, dass wir uns zumindest informieren, dass du uns erklärst, worum es da geht. Du hast jetzt zum Beispiel Testosteron erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele überrascht sind, dass Testosteron eine so wichtige Rolle bei der Frau spielt. Also Testosteron ist ein Männerhormon, aber Frauen brauchen es auch. Eine Frau, die kein Testosteron hat, ist, wenn sie jung hat, eine von den Frauen, die absolut keine Lust haben. Es ist eine Frau, die sich nicht traut, fortzugehen. Eine Frau, die keinen Sport macht und keinen Antrieb hat. Bei der älteren Frau ist es so, dass sie viel Testosteron braucht, weil das Testosteron das Östradiol, das langsam weniger wird, ausgleicht. Und man kennt Testosteron nur als Männerhormon und das macht geil. Und die Libido wird erhöht. Das stimmt. Aber Testosteron hat auch andere Eigenschaften und die Engländer drücken das so aus: Mind, Muscle, Memory. Und Mind ist in dem Fall das Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Menschen sind nicht depressiv. Muscle ist klar, das kennen wir. Die Männer, die sehr viele Muskeln aufbauen wollen, die spritzen sich sogar Testosteron, obwohl es verboten ist. Man kann es auch sanfter nehmen. Und Memory meint nicht nur Gedächtnis, sondern auch Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit, sich schnell für etwas zu entscheiden oder dagegen. Das sind all die Dinge, wo man dann um die Wechseljahre herum ins Straucheln kommt. Aber das Thema hebe ich mir noch ein bisschen auf, weil du gesagt hast, du hättest bei dieser Frau die Hormone ausgeglichen. Würde ich gerne darauf eingehen, mit was für Hormonen du arbeitest, bevor wir zu dem Lebensstil gehen, ja, damit wir vielleicht ein Bild darüber haben, was das bedeutet, wenn in eurer Praxis mit Hormonen behandelt wird. Was sind denn diese bioidentischen Hormone? Also zunächst, Hormone sind Regulatoren in unserem Körper und es gibt ganz wenige Aktionen und Reaktionen im Körper, die ohne Hormone ablaufen. Wenn wir uns verlieben, ist sicher ein oder zwei Hormone mit im Spiel. Wenn wir müde werden, hängt das mit den Hormonen zusammen. Wenn wir auf etwas Lust bekommen, nicht nur auf Sex, sondern überhaupt aufs Leben, das hängt mit den Hormonen zusammen. Wenn wir uns für etwas begeistern, ohne Hormone geht das nicht. Und bioidente Hormone sind Hormone, die wir unseren Patienten geben. Und ich sage jetzt Patienten, weil wir zwar über Zehntausende Frauen behandeln, aber immerhin 1500 Männer auch. Und die brauchen auch ihre Hormone. Und es geht dann nicht um Wechsel, sondern einfach um Ungleichheiten im Hormonsystem, die meistens durch den Lebensstil und später dann durch das Älterwerden und eben das Gleichgewicht eben plötzlich nicht mehr da ist. Und die naturidenten Hormone, die haben die gleiche Formel wie die Hormone, die Menschen, die Eierstöcke, die Hoden, die Nebenniere erzeugen. Die Hormone, die man verabreicht, die liegen als Pulver vor. Würde man die Hormone des Menschen, die er selber hat, austrocknen, dann hätten wir auch ein Pulver. Hier etwas, was vom Menschen kommt und hier etwas, was als bioidentes Hormon bezeichnet wird. Und wir würden die oder die dem Körper zur Verfügung stellen, würde jeder Körper eines Menschen nicht unterscheiden können, welches ist jetzt von mir und welches kommt von dieser Naturmedizin. Weil die in der Formel ident sind und deshalb heißen sie bioidente Hormone. Das bedeutet gleichzeitig, dass die synthetischen Hormone nicht wie unsere Hormone sind. Die synthetischen Hormone haben durchwegs andere Formeln und es liegt an der Formel, was ein Hormon macht. Und die synthetischen Hormone, die haben einen Trick eingebaut. Die Formeln sind sehr ähnlich und auf einer Seite des Moleküls schaut das genauso aus, zum Beispiel wie ein normales Progesteron. Und hinten hängt irgendein Schwänzchen dran, wodurch dieses Hormon ganz anders wird.
Aber die Evolution hat Millionen von Jahren gebraucht, dass diese Hormone so entstehen, wie sie jetzt da sind. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ah, dieses Hormon verändern wir ein bisschen, dann hält es länger im Körper oder dann kann ich es vielleicht sogar patentieren, das ist ganz schön frech gegenüber der Schöpfung. Und das kann sich auch rächen. Die Menschen sind trotzdem sehr skeptisch, wenn es darum geht, Hormone zu nehmen. Man hat von Studien gehört, dass gerade wenn man über die Wechseljahre unterstützt wird, dass sich Krebs entwickeln kann. Man unterscheidet natürlich dann nicht, welche Hormone waren das, mit welchen Hormonen hat man diese Studien gemacht. Wie gefährlich ist es, Hormone zu nehmen? Wie gefährlich ist es, bioidente Hormone zu nehmen? Jedes einzelne Hormon hat eine spezifische Wirkung. Und es gibt nur ein Hormon, das man überhaupt mit Krebs in Verbindung bringen kann. Das ist das weibliche Haupthormon Östradiol. Dieses Hormon hat die Wirkung, etwas zum Wachsen zu bringen. Wir brauchen das in der Schwangerschaft, in der Pubertät wächst der Busen, im späteren Alter wächst der Bauch oder das Gesäß. Das sind alles Wirkungen von Östradiol. Und wenn in einem Menschen zum Beispiel ein Krebs vorhanden ist und man gibt einfach zusätzlich Östradiol oder dieser Mensch hat selber viel Östradiol, dann wird der vorhandene Krebs einfach wachsen. Unter bestimmten Umständen. Und in der Natur oder in der Naturheilkunde gibt man, wenn man überhaupt Östradiol gibt, immer Progesteron dazu. Denn Östradiol hat so eine Wachstumstendenz und Progesteron hat eine Bewahrungstendenz. Bitte bleib so, wie du bist. Ja. Halte dich zurück, sei klein, sei bescheiden. Und Östradiol, ja. Das passt dazu. Das ist auch zum weiblichen Wesen. Ich will hinaus, ich will, wenn kennenlernen, das ist super. Und ich will, wenn ich schwanger bin, meinen Körper wachsen lassen. Dafür brauche ich das. Ja. Aber es wächst eben alles. Und speziell die Kombination viel Stärke, viel Zucker und vielleicht sogar Alkohol plus Östradiol lässt den Körper und alles, was im Körper ist, sehr viel wachsen. Und das ist das Schlechte. Und wenn man in der Naturheilkunde Östrogen gibt, wir sagen ja Östradiol und Östriol, das sind zwei verschiedene Hormone, von denen das Östradiol etwas mit Vorsicht zu genießen ist, weil es eben Krebs auslösen kann. Das andere Östrogen, das Östriol, ist sogar ein Krebsschutzfaktor. Also es ist ein Unfug zu sagen, Östrogene sind gefährlich, ja. Dieses eine ist gefährlich und das andere schützt den Menschen sogar. Aber wenn man in der Naturheilkunde Östradiol gibt, dann kommt immer auch Progesteron und meistens auch Östriol, das andere Östrogen dazu. Und die potenziell gefährliche Wirkung des Östradiols wird abgeblockt. Okay, das heißt, ihr gebt das immer in Kombination, ja, und habt das im Auge, dass das alles ausgeglichen ist. Und es wird auch regelmäßig gemessen, ob da nicht irgendwas zu viel schon ist. Okay. Das ist ganz wichtig. Hormone zu geben, ohne die Spiegel zu messen, das finde ich unverantwortlich. Ja, ja. Ja, ich denke mir auch, bei der Östrogendominanz ist es ja fast, geht man mehr in Richtung Krebs, wenn man nicht mit Progesteron ausgleicht. Also wenn man sagt, Hormone sind grundsätzlich schlecht, ja, ich will nichts nehmen. Und gibt sich nicht die Chance, dieses Östrogen mit Progesteron auszugleichen, kann es ja gefährlich werden. Das sieht man ja. Du hast gesagt Östradioldominanz oder Östrogendominanz, aber es ist immer die Östradioldominanz. Ja. Das ist ein Zustand, wo das Östradiol in der Frau oder auch beim Mann relativ hoch ist und das Ausgleichshormon Progesteron ziemlich niedrig. Mhm. Die sollten auf gleicher Höhe sein. Nicht im Wert, aber man weiß, so viel Östradiol braucht so viel Progesteron. Und wenn das ausgeglichen ist, dann fühlen sich die Leute gut. Und die Gefahr, dass Krebs entsteht, ist wesentlich geringer als bei Menschen, die eben kein Progesteron haben. Und die Östradiol-Dominanz, die kann von selber kommen. Speziell in den Wechseljahren um die 50 herum ist sehr oft Östradiol noch hoch. Und das Progesteron ist abgesunken. Das ist auch der Grund, den Beispiel, über das wir vorhin gesprochen haben. Ja. Na, das, aber das ist auch der Grund, warum diese Zeit
die Regel so unregelmäßig wird, weil das wird vom Progesteron getaktet. Und mit jedem Eisprung kommt Progesteron und gibt der Frau wieder Schutz gegen Krebs, Schutz vor psychischer Unausgeglichenheit. Das Progesteron, das wirkt dann nicht nur antidepressiv, es wirkt auch antiaggressiv. Also Menschen, die gereizt sind, die sich wegen jeder Kleinigkeit aufregen, denen fehlt ganz sicher Progesteron. Okay. Warum ist das so? Ja, ja. Das ist jetzt die Frage, auch in den Wechseljahren, wenn man jetzt sagt, wir fangen an auszugleichen, ja, und nehmen Progesteron als bioidentes Hormon, hat man immer auch ein bisschen das Gefühl, handle ich jetzt gegen die Natur? Die Natur muss sich ja etwas dabei denken. Warum nimmt uns die Natur das weg? Warum passiert das? Also immer, wenn man mit der Natur argumentiert, wird es sehr heikel. Ja? Denn wenn wir ganz in der Natur bleiben, dann muss man sagen, vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren sind die Frauen höchstens 40, 50 Jahre alt geworden. Es hat früher sehr wenige Frauen gegeben, die wirklich in den Wechsel gekommen sind. Und heute werden die Menschen aber 100 Jahre alt und mit 50 sind die Hormone schon ziemlich fängig. Ja? Wenn ich aber gesagt habe, wir brauchen für jede Reaktion und Aktion des Körpers auch Hormone oder auch Aktionen unserer Seele, dann hieße das ja, dass wir in der zweiten Lebenshälfte unkontrolliert und irgendwie erbarmenswürdig herumlaufen. Und das ist der Grund, warum ich mich dazu bekenne, wenn es notwendig ist, weit abgesunkene Hormone auch zuzuführen. Was können wir selber tun? Ist es möglich, wenn wir rechtzeitig anfangen, auf unseren Lebensstil zu achten, dass wir diese Disbalance irgendwie rechtzeitig auffangen können? Was sind so die Hormonfreunde, die Hormonfeinde? Was können wir selber tun? Also was gibt es, was die Hormone gut erhält? Freude, etwas ganzes Tolles, gelobt werden oder auch loben, auch Danke sagen. Also das ist eine bestimmte Geisteshaltung, die den Menschen ermöglicht, dass seine Hormone nachwachsen. Mit der Antwort habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Ich habe gedacht, wir sprechen über Ernährung. Okay, das heißt, das spielt auch eine große Rolle. Es ist uns irgendwo nichts Neues und trotzdem interessant, das in diesem Zusammenhang zu hören. Aus meiner Sicht ist diese Geisteshaltung fast wichtiger als die Ernährung. Nur über die Ernährung kann man leicht sprechen, aber die Geisteshaltung ist ganz wichtig. Wenn zum Beispiel jemand sich absolut gesund ernährt, was auch immer das dann ist, ja, und der Mensch ist neidig, geizig und versucht, andere Menschen über den Tisch zu ziehen, der kann nicht gesund werden oder bleiben. Das ist vollkommen unmöglich. Der Mensch als körperlich, geistig, seelisches Wesen kann da nicht gesund bleiben. Und es gerade bei der gesunden Ernährung ist es so, was ist gesund? Ja? Wenn du mich vor 40 Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, Getreide essen ist sehr gesund und ganz wichtig, weil da und so weiter. Ja? Wenn du mich heute fragst, wie ernährst du dich gesund, dann sage ich dir, ich versuche möglichst wenig normales Getreide zu essen, also möglichst wenig Weizen. Für mich ist Roggen schon sowas wie eine Torte. Und ich esse hauptsächlich Buchweizen, weil das eben kein Getreide ist. Und es hat sich herausgestellt, dass Getreide doch nicht so gesund ist, wie man 1970 allgemein behauptet hat. Wenn man fragt, warum ist das so? Was es erst seit ganz kurzem auf dieser Welt gibt, nämlich seit ungefähr 20.000 Jahren, ist Getreide. Und das Urgetreide, da war drinnen Eiweiß, da war drinnen Stärke und da war auch Fett drinnen, weil es ja Samen sind. Und im Laufe der Jahrtausende sind diese Samen so umgezüchtet worden, dass heute hauptsächlich Stärke drinnen ist, kaum mehr Fett und etwas Eiweiß. Aber dieses Eiweiß ist auch so umgezüchtet worden, dass heute jeder Mensch selber Brot backen kann. Früher war Brot backen eine Kunst und jetzt kann jeder das zusammenkneten und das Heft. Aber das, was wir unter Gluten oder manche sagen Gluten,
kennen. Das ist nur die Überschrift von einer ganzen Gruppe von Eiweißen, die halt dem Körper nicht so gut tun. Ja? Und auch auf die Hormone wirken. Aus meiner heutigen Sicht, und ich habe sehr viel selber probiert, ich war 15 Jahre Vegetarier und habe in dieser Zeit Unmengen Getreide gegessen. Und ich war mit 20 Jahren ein Mensch, der glaubte, ein Rheumatiker zu sein, wenn mir alle Gelenke wehgetan haben. Und jetzt bin ich 69 und es geht mir eigentlich besser als damals. Wie ernährst du dich heute? Was ist so? Es gibt ja diese Diskussionen, vegan, wir ja. Ja. Ich stelle mir dann immer die Frage nach den Aminosäuren, weil das ja die Bausteine für die Hormone sind. Ich sage mal, pflanzenbasierte Ernährung, Gemüse wird nicht in Frage gestellt. Ja, das Gemüse. Eine wichtige Grundlage ist, denke ich, da sind wir uns einig, wie weit ist Fleisch wichtig, wie viel Fleisch, was tut den Hormonen gar nicht gut. Ich denke dann das Thema Zucker, weil man nicht vergessen darf, dass Insulin ja auch ein Hormon ist, welches dann irgendwie dieses restliche Orchester aufmischt. Gib uns einen Rat, Schnack. Ja, ich möchte es ein bisschen philosophisch angehen. Ja? Aber man kann bei der Ernährung auf die Physiologie zurückgehen. Also Physiologie ist die Wissenschaft von dem, wie der Körper funktioniert. Oder man kann es auch ideologisch angehen. Und Vegetarismus entsteht entweder aus der Religion, also im Hinduismus, wo man sagt, man will niemand töten, man will auch kein Tier töten und auch kein Tier töten, um davon leben zu können. In der Urzeit war das gar nicht möglich. Also das ist schon eine Kulturleistung und das ist Ideologie. Hat mit der Physiologie nicht viel zu tun. Und ich glaube, dass man sich an sehr viel gewöhnen kann und dass der Körper schon bereit ist, Dinge, die ihm sein Herr oder seine Chefin aufoktroyiert, damit umgehen zu können. Aber es gibt sicherlich auch verschiedene Typen. Und es wird Menschen geben, die brauchen ihr Fleisch. Okay. Ja, die können ohne Fleisch nicht wirklich Leistung vollbringen. Und es gibt Menschen, die können ohne Fleisch und auch ohne Fisch und ohne Eier und ohne Milchprodukte leben. Allerdings, ich habe einige untersucht und die haben wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, sich mit den richtigen Aminosäuren zu füllen. Und da fehlt dann manchmal was. Und es gibt ein paar essentielle Aminosäuren, die zum Beispiel notwendig sind, um unsere Hirnhormone, nicht die Sexualhormone, sondern die Hirnhormone, wie zum Beispiel das Serotonin, herzustellen. Wenn da die Aminosäure fehlt, dann kann ich mich erinnern an eine 20-jährige junge Dame, die hat gerade fürs Abitur gelernt und der Vater ist mit ihr gekommen. Sagt er, das Mädchen ist so depressiv und es kann sich gar nicht zum Lernen aufraffen. Und ich habe sofort gedacht, die isst zu viel Zucker. Ich sagte, ja, wie lebt es denn? Was isst sie denn? Er sagt, ja, sie isst halt kein Fleisch. Und das mag sie nicht. Sag, ja, ich verstehe das. In dem Alter war ich auch strenger Vegetarier. Ja, aber die ist nicht einmal Käse. Sag, gut, dann besorgen sie die und jene Aminosäurekapseln und dann kann sie dieses Defizit aufholen. Und das ist auch gut gegangen. Okay. Also man muss dann ausgleichen, wenn man aufgrund einer Ideologie zum Beispiel kein Fleisch isst. Und da ist es so, dass viele Leute dann aus dem Yoga kommen und sagen, okay, wir sollen kein Fleisch essen und ich will das auch nicht mehr. Das verstehe ich sehr gut. Ja. Wenn aber jemand sagt, ich habe so ein Gemüse auf Fleisch, aber es ist nicht gesund, dann läuft bei diesen Menschen was falsch. Denn dieses Gelüste, hin und wieder doch Fleisch zu essen, zeigt ja das Bedürfnis des Körpers, dass er da was braucht, um das dann nicht zu nehmen. Es ist ungeschickt und das ist typisch ideologisiert. Und da geschieht viel Unsinn und Unfug und da kann man auch leicht zu sowas hin manipuliert werden. Und ich empfehle allen Leuten, horchen Sie in sich hinein. Ist es gut für mich, doch mal auf Fleisch zu essen? Ja. Und dann kommt noch die Sache mit den Typen. Ich habe erlebt auf einer Ernährungstypologie-Fortbildung, da haben die also ausgetestet, was wir für Typ sind. Und es gibt ja Menschen, die brauchen Eiweiß, es gibt Menschen, die brauchen viel Getreide sogar. Es gibt welche, die brauchen fast nur Gemüse und ein bisschen was anderes.
Und da war eine Frau, die war seit 15 Jahren Vegetarierin. Und die ist da drauf gekommen durch Tests und verschiedenste, das waren mindestens 1000 Fragen, die kreuz und quer ins Innere gegangen sind. Und sagt, um Gottes Willen, ich bin ein Eiweißtyp. Ja, okay. Das kann ich durch Pflanzen erfüllen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich sehe ein, ich muss Fleisch essen. Mhm. Und hast du gefragt, das wegen dem Zucker. Ja. Zucker ist etwas, was sehr spät in diese Menschheit hineingekommen ist. Ja? Das gibt es erst seit 200, 300 Jahren Zucker in dieser Form, dass man etwas hineinschüttet. Es gab Obst, aber das war früher nicht so süß wie jetzt. Honig gab es, aber das war sehr wertvoll. Und das Süßeste, was die Menschen früher schon hatten, war Brot zu essen und lange zu kauen. Ja, dann wird aus der Stärke wird dann schon im Mund Zucker. Das ist gut. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Art, Zucker zu erzeugen. Aber es ist ein Getreide und allzu viel sollte man davon nicht nehmen. Und Zucker ist etwas, was neu ist für uns. Und wenn man es ganz genau betrachtet, müsste man fast sagen, Zucker ist unter Anführungszeichen ein Zellgift. Im Anschluss an eine Mahlzeit, die viel Zucker enthält, wird der Zucker im Blut steigen. Das mag der Körper nicht. Das ist ihm zu viel. Daraufhin schaltet der Insulin ein. Das Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut weggeht. Und wie macht es das? Indem es den Zucker in die Zelle hineinschleust, aber dort wird es nicht als Zucker, sondern als Fett gespeichert. Und es ist relativ schwierig, dieses Fett wieder herauszuholen, zu Zucker umzuwandeln. Und dann muss man es durch körperliche Arbeit, Schraut oder wirkliche Arbeit, Holzhacken geht auch, Tanzen geht auch. All das, was wirklich körperlich anstrengend ist, verarbeitet den Zucker wieder, sonst geht er wieder zurück ins Fett. Das ist nämlich relativ einfach. Ja. Und Zucker und Stärke zusammen mit Östradiol produzieren Fett. Und das Fett ist meiner Ansicht nach auch eine Hormondrüse. Das kann aber nicht sehr viel, diese Drüse. Die kann Testosteron in Östradiol verwandeln. Das heißt noch mehr Östradiol. Noch mehr Östradiol und noch mehr Fett. Okay. Und wir kennen so Figuren aus dem amerikanischen Fernsehen oder Sendungen, wo ein Arzt 300 Kilo Menschen operiert und so weiter. Das sind Menschen, wenn man sich die Biografie anschaut, die haben Zucker, Leberkäse, Semmel. Ja, es ist schwer, Zucker zu meiden. Ja, also es ist schwer zu meiden. Das ist in der Gesellschaft, die wir haben, das ist ja das Schwierige, dass ungesunde Lebensweisen gefeiert werden. Ja, wo gefeiert wird, da steht eine Torte auf dem Tisch, da steht Alkohol auf dem Tisch und da ist man auffällig, wenn man nicht zugreift. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich lebe jetzt eine ganze Weile zuckerfrei und übrigens, es ist nicht schwer. Ja, wenn man einmal drinnen ist, ist es nicht schwer. Man gewöhnt sich auch daran, dass rundherum Zucker gegessen wird und das einen einfach nicht mehr betrifft. Aber ist es das? Ist es diese Lebensweise? Ich denke mir zum Beispiel, ich habe zwei meiner Urgroßmütter sehr lange gekannt, weil die sehr alt geworden sind. Und auch meine Großmütter, ich kann mich nicht erinnern, dass die solche Wechseljahrbeschwerden gehabt hätten, wie heute, wenn man sich das anschaut. Bei manchen dauert es ja 10 Jahre und länger. Ein Wechsel soll ja irgendwo ein Wechsel sein, aber man hat das Gefühl, viele Frauen bleiben da stecken. Ja, das hört überhaupt nicht auf. Woran liegt das? Was ist in unserem Lebensstil, was diese Disbalance verursacht? Also das mit den Wechselbeschwerden, es gibt ja verschiedene Wechselbeschwerden. Die klassischen sind Wallungen und Schwitzen und gleich als drittes schlecht schlafen, sei es jetzt schlecht einschlafen oder schlecht durchschlafen. Und diese drei, die hängen direkt mit dem Zucker- und Stärkekonsum zusammen. Okay. Wir haben Patientinnen mit relativ niedrigem Östradiolspiegel. Dieser niedrige Spiegel ist hauptsächlich verantwortlich für das Schwitzen und die Wallungen, zusammen mit einem nicht passenden Progesteronspiegel. Und wenn da welche sind, die so ein bisschen Richtung Paleo leben, sagen wir, seit
ab 14 Uhr gibt es keine Stärke mehr und Zucker schon gar nicht. Und am Abend esse ich eine Karotte und vielleicht ein Stück Käse dazu oder ich brate mir einen Fisch und dünnste Karotten oder sowas. Aber was anderes gibt es nicht. Ne? So, Wechselbeschwerden? Meinen Sie bald auch in der Schwitze? Sag ja, das kenne ich nicht. Ja? Okay. Und das ist wirklich spannend. Und viele unserer Damen erzählen, wissen Sie, ich habe ja keine Wechselbeschwerden mehr, seit ich die Creme nehme. Aber neulich, da waren wir essen und da war ein richtiges Gelage am Abend und mit Nachspeis. Und da habe ich natürlich schlecht geschlafen und ich bin aufgewacht in der Nacht und habe Ballungen gehabt. Die habe ich schon seit 2 Jahren nicht mehr gehabt. Ja, also das ist schon spannend, dieser Zusammenhang. Und das erzählen die Leute freiwillig, das frage ich jetzt gar nicht. Die erzählen mir das, als wäre das eine Erkenntnis. Sag ich, ja, sie sind eine von vielen Tausenden, die das merkt. Gut, vielleicht merken sie es auch, dass sie das beachten. Ja. Und wenn ich morgen eine wichtige Sitzung habe oder einen wichtigen Vortrag, dann werde ich nicht am Abend dort messen. Ja. Ja, oder ja, aber es ist schwierig, wenn man jetzt am Abend keine Kohlenhydrate essen will, darf man ja auch tagsüber den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe treiben, weil sonst hat man am Abend Leute, die viel Zucker essen, haben ja dauernd Hunger. Ja, ja, das ist ja, man eine kohlenhydratreiche Mahlzeit hat man in 1,5-2 Stunden verdaut und hat schon wieder einen Guster ab. Ja. Das heißt, man müsste eigentlich grundsätzlich darauf schauen, dass der Blutzuckerspiegel halbwegs stabil ist und nicht. Genau, es ist eine Möglichkeit, gesund alt zu werden, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Das heißt, der geht ein bisschen hinauf, hinunter. Wenn ich viel gehe, verbrauche ich Zucker und das kommt nicht gleich aus dem Fett nach. Wenn ich aber schon den Tag beginne mit einem gesüßten Kakao, Kaffee oder Tee plus eine Semmel oder Brötchen, wenn man sowas isst und dann noch vielleicht mit Marmelade oder Butter, genau. Marmelade, da kann ich sagen, das Gesündeste, was du gerade gegessen hast, war noch die Butter. Ja. Ja? Und zu dem Thema muss ich wirklich was sagen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war Fett etwas Wichtiges und Gutes. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das aufgekommen, Fett sei schlecht, da wird man dick davon und so weiter. Und dann hat man ganz systematisch, da gab es so Sitzungen von der Deutschen Ernährungsgesellschaft, hat man festgestellt, wir müssen unser Volk dazu bringen, weniger Fett zu essen. Aber Fett ist nicht nur Fett und Energieträger, sondern auch Geschmacksträger. Und jetzt haben die Sachen nach nichts mehr geschmeckt. Und da hat man dann mehr und mehr Zucker hineingeschmuggelt. Und hier in Mitteleuropa, speziell im deutschen Sprachraum, sind die Menschen seit dem Zweiten Weltkrieg immer fetter geworden. Wirklich fett. Ja? Das hat es vorher so nicht gegeben. Und schuld ist die fettarme Ernährung, weil die Fett raus und das hinein. Und man braucht Fett zum Beispiel auch, um Hormone herzustellen. Ja? Ja, ja. Das Cholesterin, die Grundlage, um Gottes Willen Cholesterin, das ist die Grundlage, aus der alle Sexualhormone gebildet werden. Ja. Und wenn man das dem Körper entzieht, dann macht er irgendwas anderes, dann dreht er durch. Und er kennt das nicht. Ja, ich rede nicht jeden Tag an Schweinsbraten und so dick Butter und Borten und Glasur und solches Zeug. Ja, das meine ich nicht. Aber es gibt gesunde Öle und die Butter ist nicht schädlich und es gibt Menschen, die trauen sich kein Ei essen, weil da angeblich das Cholesterin steigt. Ja. Das Hirn selber braucht Cholesterin und es erzeugt es in hohem Ausmaß. Ja. Weil im Gehirn eben ständig auch da ist das Nervengewebe und das braucht Cholesterin, um das Nervensystem am Arbeiten zu halten. Und Cholesterin massiv abzusenken, führt zu einer Verschlechterung der Hirnfunktionen. Ja, ja. Das ist schwieriger als Arzt, das laut zu sagen, da kann man sogar angezeigt werden. Ich sage es trotzdem. Und wir haben Beispiele von Menschen, denen das Cholesterin massiv abgesenkt wurde. Und die hatten echte Probleme. Und wie wir diese Dinge wieder weggegeben haben und durch vernünftige Ernährung ersetzt haben, ist es denen wieder wesentlich besser gegangen. Also auch solche Sachen gehören zum Lebensstil. Und das Wichtigste im Lebensstil ist aber, ich bin schon aufgefallen, dass ich gesagt habe, die gesunde Geisteshaltung ist so wichtig. Aber was wirklich wichtig wäre, ist Stress zu vermeiden. Das können wir aber nicht, weil unser Leben eben ständig Stress bringt.
oder mit Stress anders umzugehen. Aber wir können lernen, mit Stress anders umzugehen. Und wir können, wenn wir heute in einer Zeit leben, in der wir viel Freizeit haben, können wir den Stress von der Arbeit durch Yoga, durch Meditieren, durch Spazieren gehen, noch besser spazieren gehen im Wald. Da gibt es sogar Messungen, Hormonmessungen der Menschen, also die Stresshormone und die Glückshormone, einfach gemessen, 1,5 Stunden im Wald spazieren gehen und nachher wieder messen. Eine sensationelle Besserung bei fast allen Menschen. Also das ist Medizin. Ja. Das ist wertvoll. In jeder Stadt gibt es irgendwas, wo man der Seele und dem Körper Raum gibt und in dem Ausmaß, als diese Sachen den Stress reduzieren, in dem gleichen Ausmaß gehen die vernünftigen Hormone, DHA, das Jugendhormon, Testosteron, das Libido-Hormon, Östradiol, von mir aus das Liebes- und Lieblichkeitshormon und auch das Progesteron als Ausgleichshormon, etwas nach oben drücken. Und diese Dinge, die kann man selber machen, da braucht man keinen Arzt aufsuchen. Und ich habe zum Beispiel, kann ich mich erinnern an eine Patientin, da war ich doch Gynäkologe und die war 60 bis 66 Jahre, so genau weiß ich es nicht mehr. Und diese über 60 Jahre alte Dame hat ein Vaginalbild gehabt wie eine 30-Jährige. Und dann haben wir sie gefragt, nehmen Sie Hormone, das ist ja so jugendlich, wie das bei Ihnen alles ausschaut. So, da, ich habe noch nie Hormone genommen. Und dann ist mir eingefallen, diese Frau ist Qigong-Lehrerin. Ja? Die macht den ganzen Tag Qigong. Und das lebt sie ja. Und da kommen die Lebenssäfte in Schwung. Und die braucht keine Hormone. Ja. Ja? Und wenn jemand bis 66 im Dauerstress steht und 2 Firmen hat und eine Familie und die Eltern pflegen muss, da sage ich, diesen Leuten kann man was Gutes tun, wenn man ihnen die Hormone ein bisschen von außen zuführt und dann wird es ihnen auch besser gehen. Ich würde dann gerne bei dem Thema Stress bleiben, weil gefühlt jede zweite Frau irgendwie eine Nebennierenschwäche hat. Und ich habe auch das Gefühl, je öfter wir das Wort Stress hören, desto weniger geht uns das unter die Haut. Wir wissen alle, dass Stress nicht gut ist und jeder hat das Gefühl, man kann sich da nicht rausnehmen. Gibt es irgendwie so Symptome oder Anzeichen, dass der Cortisolspiegel zu hoch ist oder zu niedrig? Das heißt, ich hätte gerne etwas, ich denke, wenn man körperlich etwas wahrnehmen kann, dann hat man so ein inneres Rufzeichen, okay, also meine Nebennieren arbeiten jetzt auf Hochtouren. Ich muss schauen, wie ich entweder meinen Stress besser bewältige oder mein Stressniveau senke in meinem Leben. Wie erkenne ich, dass ich zu viel Cortisol habe oder zu wenig? Das heißt, dass mir der Stress schon wortwörtlich an die Nieren geht. Ja. Wenn ein Mensch merkt, dass er ständig gereizt ist, dass ihm alles zu viel wird, sagt er, das schaffe ich nicht, ich drehe durch und die Kinder anschreit und den Partner anschreit und ständig zankt und schreit, dann ist mit den Hormonen was nicht in Ordnung und sehr wahrscheinlich auch mit den Nebennierenhormonen. Hauptsächlich ist es das Cortisol. Dieses Hormon haben wir bekommen, um bei Gefahren überstehen zu können. Cortisol, wenn irgendwo eine Gefahr ist, irgendwas ist gefährlich, in der Urzeit waren das gefährliche Tiere oder plötzlich kommt eine Welle daher und ich muss schnell irgendwo hinaufklettern, dass ich nicht weggeschwimmt werde. Dafür haben wir das Cortisol bekommen und dieses erhöht den Blutdruck, erhöht den Blutzucker, erhöht die Muskelspannung, damit ich einen Ausweg finden kann, dass ich entweder kämpfe oder fliehe oder den richtigen Weg finde. Und heute haben wir Stress, weil ununterbrochen das Telefon klingelt, weil dieses Mail noch nicht beantwortet und vom Nebenzimmer schreit einer, hast du das schon gemacht und so weiter und die Kinder quietschen und der Mann braucht was und der Garten, da sind nur 10 Pflanzen zu setzen. All das macht uns Stress. Ne? Und wenn man dann merkt, ich schaffe es nicht mehr, ich drehe durch, das ist das Zeichen, wo man sagt, hey, jetzt muss ich was tun. Bei all diesen Menschen ist aber nicht nur das Cortisol zu hoch, sondern ganz sicher auch
das DHA zu niedrig. Vorübergehend kann es umgekehrt sein, das Cortisol geht so hinauf und Cortisol verheizt den Menschen. Ja? Die schauen richtig verbraucht aus. Also. Ja. Und sind so gespannt. Ja, weil diese, der Muskeltonus nicht nur für eine halbe Stunde am Tag erhöht, sondern ständig. Der Blutdruck ist erhöht und bleibt erhöht. Die Männer kriegen dann alle einen hohen Blutdruck, sehr viele Frauen auch. Und viele kriegen auch einen hohen Blutzuckerspiegel, weil dieses Cortisol das macht. Die sind einfach so geladen. Ja. Und irgendwann ist unter dieser großen Spannung brechen die dann irgendwann zusammen. Und wenn Cortisol nach oben geht, dann geht das Ausgleichshormon Progesteron weg, das Männlichkeitshormon Testosteron geht weg, die Leute haben dann keine Lust mehr, sagen, ich brauche keinen Sex, es ist schlimm, eh schon schlimm, du hast mit Sex auch noch. Und ja, wirklich, das, dann bitte, haben wir eh vorige Wochen. Und na, die Serie dauernd, ja. Und das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Auf einmal verlieren die Lust auf Sex und verlieren auch die Lust am Leben. Sagen, wow, so ein schöner Tag, jetzt ist Frühling, die Bäume blühen, die Pflanzen kommen einfach. Die sehen das alles nicht. Das ist alles so ja, eingeschränkt, eingeengt, nur mehr das muss ich, das muss ich, das muss ich. Ja. Dieses, was möchte ich, ist weg. Ja. Und jedes, also wenn man erkennt, ich bin so eng, ja, manche kennen es nicht selber, aber der Partner eines jeden erkennt es. Ja. Und das soll man einfach wirklich, wenn mir mein Partner sagt, du bist am Ende, du stehst kurz vor dem Burnout, bitte glauben Sie das Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin. Ja. Die haben recht. Ja. Und wenn wir zu den Hormonen gehen, wir sehen, wenn wir die Hormonmessungen machen, oft 2 Jahre, bevor jemand ins Burnout rastelt und dann auf der Psychiatrie landet oder eben Psychopharmaka hineingeschossen bekommt, 2 Jahre vorher sehen wir das schon an den Sexualhormonen, weil dieses ständige hohe Cortisol diese Hormone runtergibt. Und witzigerweise, das Östradiol spielt da nicht mit. Das bleibt oben und ist ein zusätzlicher Grund, dass es wieder zur Östradiol-Dominanz führt. Und das ist der Grund, warum manche Menschen im Stress auch dick werden. Ja, na, das wollte ich euch auch erzählen, dass du zu viel Cortisol hast, merkst du auch daran, dass sich da in den Bauch herum das Fett sammelt und die Haut unrein wird. Ja, das genau, ist auch Cortisol. Ja. Ja. Und man könnte sich fast vorstellen, es gibt einen Topf, aus dem die Hormone gemacht werden. Und wenn sich Cortisol sehr viel davon nimmt, dann ist für die anderen nicht mehr viel drinnen. Okay. So kann man sich's gut merken. Okay. Und wenn wir Messungen machen, sehen wir das immer wieder. Wenn das Cortisol hoch ist, dann sind die anderen Hormone außer Östradiol erniedrigt. Und nur ganz am Anfang kann das DHA, dieses Jugendhormon, noch höher sein, als Versuch des Körpers, etwas gut zu machen. Denn diese beiden Hormone, die beide aus der Nebenniere kommen, Cortisol und DHA, machen eine bessere Aufmerksamkeit, eine bessere Leistung, eine bessere Konzentriertheit auf etwas. Aber das Cortisol verbrennt dabei den Körper, verheizt ihn. Und das DHA macht es so, dass es dabei noch den Körper bewahrt. Das DHA ist so würdevoll und das Cortisol ist so unelegant, ja, dieses Keifen, dieses immer alles schlecht machen, ja, das ist alles ein Zeichen davon, dass man irgendwie und das Schlimme ist, dass schwache Persönlichkeiten dann noch schwächer werden und dann versuchen die anderen Leute schlecht zu machen und auch wenn jemand wirklich ständig über irgendjemanden schimpft, merkt man, hoppla, dieses Menschenhormone sind nicht mehr okay. Das muss gar nicht der Charakter sein. Kann auch sein. Ja, ja. Es sind viele Menschen, die waren so nett und so fröhlich und so lustig und haben kommuniziert mit einer Menschen und plötzlich sagen, der haut auch schon wieder und das ist jenes. Und da denkt man, hey, was ist denn mit dem los? Und das sind die Zeichen, wo man, okay, jetzt ist Zeit, etwas zu ändern, Stunden reduzieren, den Computer früher ausschalten, ja, doch mal spazieren zu gehen. Ja. Zum Geschäft, zu Fuß gehen und nicht mit dem Auto fahren. Lauter solche Sachen kann man machen
Und ich möchte nur ein Beispiel erzählen. Ich war jahrelang Oberarzt in einem Spital. Und da waren sicher 15, 20 Leute, denen ich irgendetwas hätte anschaffen können. Bitte tragen Sie das zum Labor oder sowas. Ja. Wenn ich mit der Visite fertig war und gesehen habe, jetzt muss da irgendeine Probe dringend zum Labor, habe ich gesagt, ach, ich gehe jetzt zum Labor. Ich muss denen was sagen, was sie mit der Probe machen sollen. Ja. Ich bin zu Fuß gegangen, die Stockwerke hinunter, bin durch den Hof in diesem Trakt, wo das Labor ist, über dort wieder hinauf, habe mit denen kurz geredet, habe ihnen das gegeben und dann bin ich zurück. Auf diese Weise habe ich mir als sehr angestrengter Oberarzt am Vormittag schon 10 Minuten Pause verschafft, in denen ich mit meinen eigenen Gedanken war. Kein Mensch hat mich was gefragt, keiner wollte was von mir wissen. Herrliche Auszeit. Ich selber gehe, wenn es irgendwie möglich ist und ich mal einkaufen gehen muss, gehe ich zu Fuß. Den Rucksack, da schmeiße ich alles hinein, dann trage ich es nach Hause und die ganzen Audis und Mazdas fahren vorbei. Hallo, ich hab's gut, ich darf zu Fuß gehen. Aber jetzt macht das Sinn, wenn ich zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehe, was das Wichtigste für unseren Hormonhaushalt ist, die Lebenseinstellung, dann macht das jetzt Sinn. Ja? Zusammen mit dem, man muss sich das wirklich selbst herausnehmen. Niemand kommt vorbei und sagt, nimm dir doch eine halbe Stunde Pause. Ja, das wird sehr selten passieren, sondern man muss sich für sich einsetzen. Gerade wir Frauen in unserem engen Zeitplan, wo es so viele Menschen gibt, so viele Dinge, um die man sich zu kümmern hat. Wenn man diese Einstellung nicht hat, geht man unter. Ja, okay. Und ich denke auch, wenn man es schafft, ein paar Momente im Tag einzubauen, wo man präsent ist. Um eine Brücke zur traditionellen chinesischen Medizin zu schlagen, dort heißt es, so pflegt man das Yin. Also diese weibliche Qualität, die uns im Alter abhanden kommt, deswegen gibt es diese Hitzewallungen, weil das Yang so das aufsteigt. Ja. Zu dem gibt es übrigens noch ein anderes Video von mir, das werde ich euch auch unten verlinken. Aber dieses Präsentsein bedeutet auch irgendwo sich zu nähern. Mit dem hat man dann es vielleicht auch nicht nötig, sich mit Zucker zuzudröhnen, sage ich jetzt mal, als so die kleine Erholung zwischendurch, so wie es in der Werbung ist, ja, 10 Uhr Knoppers oder so. Das ist nicht wirklich das. Und mit der Bewegung kann man auch das Insulin, den Blutzucker halbwegs stabil halten. Also wenn man es sich nicht verkneifen kann, dann ist es gut, wenn man hinten nach zumindest eine Viertelstunde geht, ja, statt sich gleich zum Schreibtisch zu sitzen und den Körper allein zu lassen mit all dem, was jetzt im Blut passiert. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen für die Frauen, vor allem die Frauen, die noch etwas vor dem Wechsel sind, aber teilweise sehr viel zu tun haben. Die Geschichte ist von einer Frau mit 3 Kindern und das 4. war unterwegs und zu der habe ich gesagt, ich habe sie besser gekannt, habe gesagt, du hast wohl auch keine Zeit für dich selbst. Sagst, naja doch, 2-mal am Tag sperre ich mich für 10 Minuten im Klo ein und da können die da draußen machen, was sie wollen, da bin ich für mich allein und da höre ich das ist auch ein Trick. Ja. Und eben, es gibt immer kleine Tätigkeiten und dieses, was du sagst, präsent sein. Ich habe in meinem Buch eine Übung hineingeschrieben, die habe ich mit 20 Jahren gelernt, die heißt Tue, was du tust. Und die habe ich unbedingt gebraucht, wie ich noch Frauenarzt war und da alle 7 bis 8 Minuten jemand neuer hereinkommt, untersuchen, Ratschlag geben, Rezept ausstellen, das war ein Wahnsinn. Und da habe ich mich erinnert, wenn ich das noch lange mache, dann komme ich ins Burnout und dann habe ich mich an diese Yoga-Übung erinnert und tue, was du tust, heißt, dass das, was ich tue, ganz bewusst mache. Es hat jetzt vielleicht 3 oder 5 Sekunden gedauert und ich kann Ihnen versprechen, ungefähr 1 Sekunde hat es gedauert, da habe ich nicht einmal gewusst, dass ich hier bin und jetzt vor einer Kamera spreche. Das heißt, ich war nur bei mir und habe gefühlt, wie das Wasser hier runter. Eine ganz kurze Mini-Meditation. Und die kann man 15 Mal am Tag machen. Und es macht einen großen Unterschied. Ja. Ja. Denn das Leben wird nicht von sich aus aufhören, uns Stress zu servieren. Wir können das nicht anhalten, ja, dass immer irgendetwas ist. Ja.
Aber was wir in der Hand haben, ist, mit welcher Einstellung wir dem Ganzen begegnen. Ganz wichtig. Und wenn das Leben irgendwo so schlimm ist, dass man sagt, das ist nicht auszuhalten, dann ist es vielleicht auch notwendig, die Lebenssituation selbst zu verändern. Einen anderen Beruf, manchmal auch einen anderen Partner zu suchen. Keiner von uns sollte sich zugrunde richten lassen. Wir sind für uns selbst verantwortlich und das nach Möglichkeit so, dass wir rundherum und uns niemanden anderen verletzen und uns auch nicht verletzen lassen. Das gehört zu dieser gesunden Lebenseinstellung. Lieber Wolfgang, vielen lieben Dank für das interessante Interview. Ich hoffe, dass wir einiges an Informationen an die Menschen gebracht haben. Ich glaube, da ist wirklich immer noch ein großer Mangel an Informationen auch da. Ich finde, dass wir Menschen grundsätzlich und wir Frauen speziell, ja, ich arbeite in erster Linie mit Frauen, wissen sollten, wie unser Körper funktioniert und was wir tun können, um ihn gesund zu erhalten. Vielen lieben Dank auch für deine Arbeit. Danke. 3 von unseren Zuschauerinnen bekommen das Buch von dir geschenkt. Wenn du mitspielen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde kommenden Freitag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. Dr. Plackholm und sein Team findest du unter www.icomed.com. Alle Daten findest du auch in der Beschreibung unter dem Video. Bei Dr. Plackholm gibt es auch die Möglichkeit einer Beratung per Zoom oder Mail. Alles Weitere erklärt dir sein Team. Ich habe bereits vor Jahren ein Interview mit ihm geführt. Es war eines meiner ersten Videos auf YouTube. Auch das verlinke ich dir unten. In diesem Sinne, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald.